Moin, moin, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Fidelity. Frank, ich bin Janis. Wir haben heute was ganz Besonderes vor. Wir freuen uns sehr. Wir haben die 800er, die D4-Serie von B&W da. Ihr habt wahrscheinlich schon das letzte Video geguckt von Frank und Hajo, der 802-Vergleich. Heute haben wir was ganz Spannendes vor, die 801, die größte mit der 802 vergleichen. Da sagt Frank gleich nochmal was dazu. Sehr schöner, großer Vergleichstest. Ich freue mich sehr drauf. Willst du ein bisschen was zu der Technik sagen, Frank? Ja, gerne. Also wir haben heute hier von T&A mal das große Besteck wieder rausgeholt, die HV-Serie. Wir haben hier für euch angeschlossen den MP3100HV. Wir haben den PA3100HV und wir haben dazu auch noch das Original-Netzteil PS3000 von T&A, wo wir doch den Eindruck hatten bei den vergangenen Hörtests, dass das nochmal ordentlich was bringt, kann man für das Geld ja auch erwarten. Und obendrauf, falls ihr euch fragt, was das für ein cooler Plattenspieler ist, das ist ein Transrotor Alto. Die T&As kosten 9.500 Euro das Netzteil aktuell, 15.900 der Verstärker und 13.500 der Music Player inklusive dieser schönen bidirektionalen Fernbedienung. Verkabelt haben wir das Ganze mit AudioQuest Rocket 88. Wir haben ein B-Wire-Kabel in diesem Fall verwendet. Das heißt, wir haben die Brücken an den B&Ws rausgenommen und das Ganze ist auf unserem Spektralrack aufgebaut. Die Lautsprecher, wisst ihr vielleicht, kosten 35.000 Euro das Paar, die 801 D4, und 26.000 die 802 D4. Also die Frage, die wir uns jetzt stellen an der Stelle ist, lohnt sich das nochmal 9.000 Euro in die Spitzenmodelle zu investieren oder nicht? Und dafür haben wir wieder ein bisschen Musik ausgesucht. Wie ihr ja wisst, ist es gar nicht so einfach. Wir können nicht das spielen, was wir vielleicht wollen. Wir müssen immer aus diesen lizenzrechtlich korrekten Songs auswählen. Und Janis hat aber wieder ein paar ganz coole Sachen gefunden. Genau, wenn man ein bisschen rumstöbert und sich Zeit nimmt, findet man auch sehr schöne Sachen. Ich habe hier einen Gitarristen gefunden, der mir sehr gefallen hat. Und zwar ist das der Andrea Muschi in Vaggio Verso Alba, nennt sich der Song. Und los geht's. Thank you.
Okay. Wow, also. Interessant, ja. Macht eine Menge Freude, das zu hören. Sehr interessant. Also ich suche die Musik, das ist vielleicht für euch ganz interessant, ich suche die vorher aus und höre die mit Kopfhörern vor. Ich nehme gerne auch den Sennheiser HD820 und der klingt ja von sich aus sehr analytisch. Und jetzt das auf den B&W das erste Mal zu hören, hat eine wahnsinnige Emotionalität. Also die Gefühle kommen viel mehr rüber. Ich habe Julien Lange, muss ich direkt dran denken, auch ein Gitarrist, der einen ähnlichen Stil hat, auch vom Klang her. Und es hat, also bei den 802, die wir zuerst gehört haben, war ich schon total drinne. Das Linkspanning vor dem E-Bass-Solo war präzise im Raum dargestellt. Das E-Bass-Solo hat richtig viel Freude gemacht, fand ich. Sehr schön. Und nach dem Solo ging es auf der rechten Seite weiter. Leicht nach rechts gepannt, die Gitarre. Ich habe bei der 802 schon nichts vermisst, war total glücklich. Und das gleiche bei der 801 hatte ich das Gefühl, ich sitze im Birdland. Also Freitagabend mit dem Negroni in der Hand und höre live zu. Ja, macht wahnsinnig viel Freude. Finde ich richtig gut. Wie ging es dir? Ja, also ich muss sagen, Musik ist Emotion. Und absolut. Was mir mindestens genauso viel Freude macht, wie die Darbietung der beiden Lautsprecher, ist zu sehen, wie du als wirklich kritischer Typ hier wirklich so eine Begeisterung versprühst. Ja. Ich hatte bei der Gitarre so ein bisschen an Mark Knopfler teilweise gedacht. Ich bin Dire Straits Fan und die alten Scheiben, obwohl wir die Millionen mal gehört haben, kann ich immer noch gut hören. Und insofern hat mir die Musik auch sehr, sehr gut gefallen. Und es ging mir da so ähnlich wie dir. Die 802 hat so top gespielt, da braucht man wirklich eigentlich gar nicht mehr weiterhören an der Stelle. Und ich habe mich gefragt, was kann die 801 denn jetzt eigentlich noch bringen, was mich noch mehr begeistert. Und ja, sie ist gar nicht mal, ich finde, sie ist eigentlich gar nicht mal besser, auch wenn das jetzt hart ist, wenn man das so sagt, aus meiner Sicht, du hast es ja vielleicht etwas anders gesehen, sondern ich würde tatsächlich sagen, sie ist etwas anders. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass sie tatsächlich wuchtiger auch spielt. Also das, was man hier sieht mit den großen Basschassis, das habe ich auch gespürt. Und dieses Wuchtige, das muss man natürlich mögen. Da war die 802 vielleicht sogar ein bisschen feiner hier oder da, ein bisschen klarer, so kam es mir vor. Der Grundton wirkte für mich auch etwas kräftiger bei der 801. Jetzt, wie gesagt, die Lautsprecher sind für mich neu, das Musikstück ist neu. Ja. Es ist der erste Eindruck, aber so habe ich es halt empfunden. Und wir wollen das ja auch so transportieren, wie wir es hier jetzt gerade empfinden, weil wir ja für euch stellvertretend hier jetzt diese Musik erleben dürfen. Gleichzeitig, was mich angesprochen hat, war, dass ich das Gefühl übermittelt bekommen habe, die 801 spielt noch mal lässiger. Also irgendwie cooler, keine Ahnung. Ja. Aber das war so lässig hier in den Raum gestellt, das passte auch gut zur Musik. Das hat mich von der Emotion her sehr angesprochen. Und ab der zweiten Minute, wo das Ganze noch mal dynamischer wurde, da hatte ich mich etwas mehr in eine Live-Situation hineinversetzt, so ähnlich wie du es auch gesehen hast. Und das konnte die 801 auch noch mal ein bisschen besser. Jetzt möchte ich noch zwei Sachen aus technischer Sicht ergänzen. Wir hatten ja bei dem letzten Video, was ich mit Hajo zusammen gemacht hatte, ein bisschen Probleme mit der Mikrofonie. Wir haben uns hier jetzt noch mal für eine andere Aufstellung entschieden. Wir werden das aber noch mal genau prüfen, um zu versuchen, das auch so gut wie möglich zu transportieren. Wir sind erstmal davon ausgegangen, dass die beiden Lautsprecher gleich laut spielen. Ich würde trotzdem vorschlagen, bevor wir jetzt umschalten aufs nächste Lied, dass wir noch einmal messen. Weil ich hatte den Eindruck, dass die 801 eventuell doch ein Ticken lauter ist. Jetzt bin ich aber auch nicht aufgestanden und ich sitze etwas besser zur 801, dass wir das nochmal auf dem Niveau einfach noch einmal überprüfen und gucken, ob wir da noch irgendwas leicht korrigieren müssen. Weil wir wollen wirklich hier nicht irgendwie irgendwas schönreden, sondern wir wollen es wirklich so authentisch wie möglich herüberbringen, was wir hier erleben. Ja. Ja,
Willst du das zweite Lied schon ansagen? Macht ja Sinn eigentlich. Genau. Ne? Und dann testen wir aber vorher nochmal. Ja, das zweite Lied ist für alle Geburtstagskinder. Raise Your Glass nennt sich das, ist von Ziggy. Und falls ihr heute Geburtstag habt, alles Gute. Geburtstag hattet, alles Gute nachträglich. Von Ziggy, Raise Your Glass. Und, wenn ich das noch kurz sagen darf, das sind natürlich auch alles wunderbare Geburtstagsgeschenke, die hier stehen, die man sich gut zum Geburtstag wünschen kann. Absolut. So eine 801 mal auf den Wunschzettel setzen. Das schont auf jeden Fall das eigene Budget. Definitiv. Raise a glass, you've made it another year. Happy birthday, have a laugh, crack a smile, even shed a tear. Because it's your birthday, pop the cork, pour the food, make a wish, and don't forget to count the candles. Now we celebrate the cheers. Raise your glass to another year. Raise your glass, it's time to have some fun. Happy birthday, yellow cake, for another trip around the sun. Because it's your birthday, coffee or tea, cream and sugar. Raise your glass, you've made
Ja, das würde ich jetzt in die Liste meiner Geburtstagslieder auf jeden Fall mit aufnehmen. Alles aber klar, dann merke ich mir. in der Darbietung. Stevie Wonder hat ausgedient. Ja, ich muss das erstmal nochmal so ein bisschen für mich sortieren. Das ist gar nicht so einfach. Ich bleibe dabei, dass die 802 D4 für mich etwas klarer und etwas brillanter klingt als die 801. Ich frage mich jetzt gerade, finde ich das besser oder finde ich das besser, was ich von der 801 gehört habe? Das hängt sicherlich von der Raumakustik dann am Ende ab und es hängt sicherlich auch von der Musik ab oder von dem Einsatzgebiet. Ich bin B&W-Fan seit 1997, als wir mit B&W angefangen haben. Da kann ich mich auch outen. Schöne Grüße auch an Hajo, der heute nicht da ist. Das geht ihm ja genauso. Das ist irgendwie unsere Muttersprache, unsere DNA. Und ich würde sagen, die 801 klingt wie die traditionelle B&W. Noch etwas mehr als die 802. Deswegen würde ich aus dem Grunde die 801 leicht favorisieren. Ich finde, dass der Körper, zum Beispiel bei dem Klavier und bei den Bläsern, mehr plastisch im Raum zu spüren war als bei der 802 und das Ganze vielleicht noch etwas homogener wiedergegeben wurde. Aber das spricht eigentlich nicht gegen die 802, sondern das wäre vielleicht noch ein bisschen Liebhaberei für die 801. Viele wollen auch gerne dann das Spitzenmodell haben. Ob man den Mehrpreis ausgeben muss unbedingt, muss man jedem selber überlassen. Das ist schon nochmal viel Geld. Gegenüber früher, wo die 801 wirklich eine riesen Waschmaschine war, die man den Frauen schlecht verkaufen konnte, was die Männer immer beklagt haben neben dem Preis, ist die hier natürlich deutlich eleganter geworden. Und ja, also es bleibt am Ende Geschmackssache. Ja, finde ich auch. Also ich finde, sie wirkt, obwohl sie wahnsinnig groß ist, fast schon irgendwie filigran. Also finde ich wirklich, aufgrund dieser gebogenen Form, sie scheint zu schweben mit den Plattformen unten drunter. Ja, riesiger Lautsprecher, edel und hochwertig, aber wahnsinnig gut gemacht. Ja. Also designtechnisch top. Ich finde tatsächlich, bei den Stücken, die wir jetzt über Artlist rausgesucht haben, glänzen beide Lautsprecher. Da würde es mir schwer fallen, zu sagen, die 8001 glänzt da. Ich gebe auch zu, ich habe die schon hier, wir haben die ja über mehrere Tage schon einspielen lassen. Ich habe auch, wenn mal wenig los war, bin ich hier reingegangen, habe Hey Now, London Grammar zum Beispiel gehört, Nils Frahm, Neoklassik-Musiker, wo diese ganzen tieffrequenten Anteile mit drin sind, da macht die 801 wirklich, also richtig viel Spaß. Und da ist dann die 802 vielleicht leicht hinten an. Ja, es kommt auf jeden Fall auf die Musikwahl an, was man da für Stücke hört. Das glaube ich, ja. Die 801 hatte halt wahnsinnig viel Potenzial und hat wahnsinnig viel Leistungsreserve. Aber die 802 ist wunderbar und vielleicht auch ein bisschen Raumgröße abhängig, was man denn zu Hause für Möglichkeiten hat. Aber ich bin glücklich. Also. Ich wollte noch mal kurz ergänzen, was unsere Messung ergeben hat. Wir haben tatsächlich die 802 noch mal ein Dezibel angehoben, jetzt bei dem zweiten Song, damit sie wirklich identisch von der Lautstärke spielt gegenüber der 801. Und auch wenn das in der Hi-Fi-Gemeinde vielleicht ein bisschen verpönt ist, aber es gibt ja aus der 800er-Serie auch einen Center-Speaker. Und ich könnte mir auch vorstellen, es gibt ja Leute, die tatsächlich ein 800er Home-Cinema-Set haben. Also da muss ich sagen, wenn es um brachiale Wiedergabe geht, da wäre natürlich die 801 auch nochmal das Sahnehäubchen. Aber schön, dass du den Erfahrungswert nochmal mitteilen konntest, was eben da auch nochmal die 801 betrifft. Ja. Weil wir haben uns hier jetzt für einen Hörtest wieder zusammengefunden, aber die Sachen sind noch neu. Und wir werden die Lautsprecher mit verschiedensten Elektroniken, Kabeln, Aufstellungen, Musiken natürlich in den nächsten Monaten noch hören und da auch unsere Erfahrungen weiter
ausbauen. Die könnt ihr dann auch gerne bei uns nochmal telefonisch abfragen oder per Mail, wenn ihr da nochmal von uns weitere Erfahrungen hören wollt. Oder was noch besser ist, ihr kommt einfach mal bei uns vorbei und hört sie euch selber an. Dafür auch bitte immer einen Termin absprechen. Genau, ansonsten bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen. Danke, dass ihr zugesehen habt. Abonniert sehr gerne den Kanal. Ihr wisst, es kommen regelmäßig HiFi-Tests raus, Unboxing, durchaus auch Fernsehvideos, die sehr informativ sind von dir, Frank. Immer wieder eine Freude zu gucken. Lasst gerne einen Kommentar da. Wir würden gerne eure Meinung hören. Gerne auch Anregungen und Tipps, was wir als nächstes, was ihr gerne als nächstes getestet haben wollen würdet. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke auch von meiner Seite. Tschüss und bis zum nächsten Video.